So, hallo. Heute machen wir mal den Test mit der Lasius umbratus. Ich habe eine gefunden und wir haben jetzt hier die umbratus und wir haben hier das Volk einer Lasius niger. Mal sehen, bisschen näher ran. So, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir die jetzt da reingeben. Will jetzt gar nicht, klasse. Ist ja klar, oder? So. Vorausgesetzt, es ist eine Umbratus, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, das könnte aber auch schon das Ende gewesen sein. Das Problem war, als ich sie gefunden hatte, hatte sie schon eine tote Lasius im Mund. Wenn sie jetzt natürlich denkt, sie hat sich den Geruch der richtigen Kolonie angeeignet. Ich habe es jetzt natürlich in eine andere rein. Dann könnte es eng werden. Schauen wir mal, was passiert. Jetzt stürmen sie alle auf sie ein. Das könnte schlecht für die Umbratus ausgehen. Also man sieht schon den Größenunterschied zwischen Lasius niger, man hat hier einen Hinterteil, Alter, und der Lasius umbratus, wenn es die tatsächlich ist, aber es sieht schon so aus, sonst wäre es jetzt nicht so in den Bau gestiefelt. Und doch ganz interessant. Mutige Ameise. Mutige Königin. Kann sicher sein, dass sie jetzt voll zerfetzen. Sehr krass.
Anfang war das Knäuel auf jeden Fall größer. Mal gespannt, wie es jetzt ausgeht da. Na also, bis jetzt lebt es ja noch, wo es ja ringsum festgehalten wird, ne? Keine Ahnung, ob das was wird oder doch eher nicht. So, mal gespannt. Ja, muss jetzt sowieso gleich mal einen Cut setzen. Dann können wir uns mal gucken, wie es dann ein bisschen später wieder aussieht, aber bis jetzt. Ja. Jetzt mischt sich Königin ein. Obwohl, ja, doch. Bin mal gespannt, wer jetzt hier wen killt. War ein Fehler, so unbedacht ins Nest zu laufen, glaube ich. Das noch gibt. Ist die Frage. Tja, die Königin ist jetzt auch schon sehr aggressiv. Und ich glaube, die Umbratus wird es nicht überstehen. Tja, blöd gelaufen, auf jeden Fall. So, sie scheint noch zu leben, aber auch nicht mehr die Welt, ha? Oh, es ist ein bisschen unscharf. Im Prinzip war es das, glaube ich. Also.
Das hätte es nicht blöder laufen können. Das. Experiment scheint missglückt. Ja, also es wird wohl daran gelegen haben, dass die schon geglaubt hat, die richtige Niger Mall gehabt zu haben, beziehungsweise sich mit dem richtigen Duftstoff identifiziert zu haben, ausgestattet zu haben. Hat sie wohl nicht. Sie hätte da jetzt nochmal eine Ameise schnappen müssen. Die töten und dann scheint also tatsächlich nur einmal zu funktionieren. Das ist schon ein bisschen komisch. Und die Ameisen sind ja auch nicht doof. Und wegen Geruchsstoff und so sollte eigentlich sollten sie da eigentlich was drauf haben. Ich verstehe das Ganze jetzt nicht so. Aber ich bin ja auch kein Experte, wer weiß. Die hat sich da vertan. Definitiv. Oh, es lebt doch noch. Zumindest zuckt es noch. Tja. Sehr krass. Also das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass es doch so daneben geht. Dass es funktioniert. Aber das sieht man mal. Ja, übel. Na gut, ich werde das jetzt hier einfach mal abbrechen. Und dann sehen wir mal morgen oder so, wie es aussieht. Vielleicht wird es ja doch nochmal irgendwie. Ich glaube es nicht, aber es könnte ja sein, dass es sie dann doch irgendwann akzeptieren oder so. Ich denke eher nicht. Aber wie gesagt, gucken wir morgen mal rein. Wird man vielleicht ein bisschen schlauer sein auf jeden Fall. Also, ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Schwabe.